So, komm, mach die letzten Steine hier bitte fertig. Da auch. Zack. So. Und siehe da, natürlich wurde alles zünftigst platt gemacht. Ja, mehr Trainingsgeräte, sehr schön. Auch wenn es nicht mehr so perfekt symmetrisch ist wie gerade, aber Hauptsache wir haben hier mehr Geräte. Hauptsache wir haben Platz für der Gerät. So, wie viel haben wir jetzt hier? 19. Ja, da kann man, denke ich, mit leben. So, wir haben jetzt dadurch, dass wir so wenig gemacht haben, genug Zeit, dass wir hier... Na, fast. Okay, wir können uns aber noch zwei Kreaturen dazu holen. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch... Jawohl, ein Heiler kann ja eigentlich nur die drei hier heilen. Deswegen macht das jetzt nur bedingt Sinn. Andererseits doch, das macht Sinn. Weil der erstens der Ogre geheilt werden kann. Und zweitens, wenn die drei vorne stehen und aufs Maul kriegen, können die schön gegengeheilt werden. Das finde ich super. Ja, komm, aus Prinzip, ne, damit keiner uns hier passiv-aggressiven Vampirhass vorwerfen kann. Holen wir uns mal einen Vampir ins Boot. Aber ich glaube, wir müssen dann den Friedhof noch ein bisschen erweitern. Na, ich würde sagen, ihr trainiert mir ein bisschen die Haare vom Kopf, wenn ich das mal so formulieren darf. Krass, wie viel Geld das verbrennt. Heftig. Gut, aber wenn wir dann dafür gleich fertig sind, dann wird es viel zünftiger. So, wir holen uns als erstes gleich die Insel der Bösartigkeit, die letzte, die uns noch fehlt. Aber wir sorgen eben noch dafür, dass unsere Armee volle Mannstärke erreicht. Nein, das wollte ich nicht. So, wen nehmen wir? Komm, damit unser Vampir nicht so alleine ist. Nehmen wir noch einen zweiten. So, dann. Auf an die Oberfläche, ihr Lieben. Gut, die Goblins bleiben da. Das hatten wir schon geklärt. Mein Gott, wie klein die Bilder sind, weil ich so viele Einheiten habe. Es ist so geil. Zack, oi. Jetzt bin ich aber wieder richtig arm. Krass. Also, ich würde sagen, den Durchgang hier, den könnten wir uns aus Prinzip mal freimachen. Ja, wobei, ist auch eigentlich ja egal, ne? Ja, komm, wer hat, der hat. Talia einmal bitte dahin. Talia bitte einmal Kasse 2. Talia bitte. Zack, so. Der nächste Goldvorkommen platt. Ach du Schreck. Gut, in Zeiten, wo ich so viele Kreaturen trainiere, ist das jetzt gar nicht mal mehr so geil. Wenn mir Gold fehlt, also da kann ich jetzt nicht ganz so locker drüber hinwegsehen. Aber wir haben jetzt doch eine gewisse Mannstärke erreicht, dass uns das vielleicht auch ein bisschen egal sein kann. So, bitte weiter marschieren, Damen und Herren. Danke die Dame, danke der Herr. Oh shit, ich hoffe, wir waren jetzt nicht zu weit vorne. Wieder was platt. Da unten, jetzt sehe ich doch schon von hier. Na gut, ist halt so. Machst du nix. Aber jetzt holen wir uns erstmal die letzte Insel der Bösartigkeit. Und dann müssen wir, glaube ich, schauen, dass wir hier mal das gewuppt kriegen, dass wir da mal wieder die Helden retten. Weil wenn die sich uns anschließen, muss ich sagen, ist das ja schon ziemlich geil, ne? So, einmal rings die Dumms. Bum, bum. Und bitte einmal Fokus Fire auf die Priesterin. Oi, oi, oi. Ich krieg ganz schön die Fresse dick hier. Uhu, wieder jemand down. Gott sei Dank noch keiner von uns. Aber ich sehe gerade, unser Vampir ist hier schon auf Stufe 2. Das finde ich schon mal ganz geil. So, nächste Scooby-Gang. Zack. Ah, ich merke schon, die Zauber sind einfach Gold wert. So, wir warten erstmal, bis unser
unsere beiden Leutchen hier gegen Heilfurt. Aber wisst ihr was, wir können uns auch mal hier was holen. Zack. Ja gut, bis auf der Vampir sind jetzt alle geheilt. Ach, guck an, jetzt kommen sie doch mal über den anderen Weg. Schön. So, einmal bitte erst die Priesterin, bevor die hier noch alles und jeden gegenheilt. Vielen Dank. Los, ihr Würmer! Kämpft für mich im Namen des Guten und sterbt für die Göttin! Aber ich habe Frau und Kinder! Du wagst es zu widersprechen? Das wirst du büßen. Möge dich das Feuer der Göttin reinigen! Das schlaue Böse stoppte die Feuerwand von Thanos durch einen gezielten Steinschlag. Ha! Brillante Arbeit. Was? Das darf nicht sein. Dann hole ich eben noch eine Feuerwand, die diese Verräter zerschmelzen wird. Zack. Zerstört. Oh, sehr geil. Das freundliche Böse hatte einige Helden aus der Feuerfalle von Thanos gerettet. Diese schlossen sich nur zu gern seiner stetig wachsenden Armee an. Hihihi. So, was habe ich hier Schönes? Epische Lebensregeneration, sehr geil. Das kriegt mal, wer kriegt das denn? Ich würde sagen, unser Orkus, wenn er schon seinen wundervollen Namen hat. Dann soll er wenigstens auch sich regenerieren können, damit sein Name in alle Ewigkeiten weiterhallt. So. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal auf Thanos zu. Vorher pushen wir noch unsere Kreaturen alle ein bisschen. Zack, zack. Und natürlich für Talia reicht es gerade nicht mehr. So, wo lang? Wir müssen hier hinten lang. Mein Gott, was eine Armee. Also ich glaube, so eine große Armee hatte ich definitiv noch nie. So, wir gehen aber mal eben hier hoch. Nicht, dass wir von da oben permanent beschossen werden. Da habe ich wenig bis gar keine Lust drauf. Oh, was steht ihr denn hier? Ich könnte euch doch bestimmt einen Platz zaubern. Okay, hat leider nicht ganz gereicht. Okay, war jetzt auch eigentlich voll die Verschwendung, wenn man überlegt, dass man... Ich will Thanos Kopf. So, genau, direkt einmal durchmarschieren hier. Mein Gott. So wolltest du aber auch wissen, wa? Also in Sachen Damage macht unserer Scooby-Gang hier keiner so schnell was vor. Finde ich ziemlich geil. So, ihr Schnuffelpuffels. Auf zu Thanos. In der Hoffnung, dass wir es ihm so richtig dreckig geben. So, muss noch wer geheilt werden? Ja, du hier. Wäre, glaube ich, ganz gut. Können wenigstens mit voller... Das Böse wird niemals siegen. Alle Geschichten enden mit dem Sieg des Guten. Und so auch diese. Kann man jemand hier unsere Madame heilen? Ja, geht doch. Komm, die Zeit gönnen wir uns noch eben. Da habe ich jetzt leider ein Buch übersehen. Was ist das? Schadensbonus. Tja. Dann wollen wir uns den vielleicht eben noch holen? Der Kreatur. Na, komm. Egal. Wir haben genug Manpower hier, dass wir ihm direkt in seine fröhliche Fresse hauen können. Mein Gott, wird der rasiert! Verdammt, ich... Ah, scheiße! Ich hätte mit dem Schild warten müssen, bis er hier... mit dem Eissturm-Dings... Ah, Kacke! Hey. So, Leute, ich verziehe mich mal kurz. Denn das war jetzt ziemlich mies, was da gerade passiert ist. Helden machen sich auf den Weg zu einer eurer Bösartigkeitsinseln. Das ist mir gerade vollkommen egal. Ich habe leider das mit dem Schild verpeilt. So, mal schauen, wie viel habe ich jetzt darunter leiden müssen?
Super. Helden wollen eine eurer Bösartigkeitsinseln anwerfen. Ja, ist mir egal, Mensch. Könnte man eben eine Banshee hier hinkommen, eine, die gerade nicht so ganz tot ist, du zum Beispiel, und sie eben wiederbeleben? Ja, mach dir mal. Ist mir egal. Komm ich hier lang. Eine eurer Bösartigkeitsinseln wird angegriffen. So, ich würde sagen, wir pushen der mal. Feind hat mehrere Portale standen kurz davor, sich zu öffnen. Das defensive Böse schluckte kurz und machte sich für den Angriff bereit. Ja, mache ich ausnahmsweise sogar mal. So, du lebst jetzt auch wieder, sehr schön. Du nicht? Schade. Ach, wie schön sie alle trainieren. Und unser Geld verprassen. Gut, dann warten wir eben noch, bis da dieser Angriff kommt. Mit den Portalen, weil da können wir leider nicht mal eben uns in den Weg stellen, beziehungsweise Fallen aufstellen. Sein würden natürlich zum Dungeon-Herz welche machen. Keine schlechte Idee. Hier auch nochmal. Gute Helden von Valhalla, hört auf mein Kommando und vernichtet alles Andersartige. Kämpfen Sie von oben an. So, und einmal hier bitte direkt Rambazamba machen. So, wo ist noch? Da hinten ist eins. Es muss sterben. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh, hier oben. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Egal. Es ist weg. So, haben wir noch ein Portal irgendwo? Irgendwo muss ja noch eins sein. Das siegreiche Böse hatte alle offenen Portale mit Schmackes wieder geschlossen. Korrektur muss doch nicht. Arbeit. So, ich würde mal eben sagen... Ihr hört mal alle auf damit und macht mal lieber ein bisschen Mana. Dass wir nochmal für den Kampf gegen Thanos ein bisschen mehr Mana zur Verfügung haben. Und ich muss daran denken, dass ich den... Oh, jetzt wollt ihr jetzt futtern, ich krieg die Krise. So, mal ein bisschen was für die gute Talia tun. Mehr Gurus. Dass auch mal ein bisschen mehr Platz ist. Und gleich haben wir kein Geld mehr. Was gammelst du denn hier rum? Oh, toll. Ach, jetzt weiß ich, warum du da rumgammelst. Schon was vergessen. Du hast ja noch gar keinen Homeplace hier. So, jetzt wo ich einen Raum brauche, sind natürlich alle Schnodderlinge eher mit Goldabbauen beschäftigt. Gut, das brauche ich natürlich auch, so ist das nicht. Aber das andere wäre mir trotzdem lieber. Zumindest jetzt in diesem Moment. Ja, ich weiß, man kann es mir nie recht machen. So, lassen wir dich einmal dahin. Zack, und schon zwei Schlafplätze. Wey! Mehr Wiedergeburt. Ach stimmt, für den Licht haben wir auch keinen und für dich auch nicht. Bäh. Gut, zur Sicherheit sollten wir vielleicht nochmal... ein bisschen eine Schuppe draufpacken. Es ist Zahltag. Oh je. Hier wird langsam der Platz ein bisschen eng. Also beziehungsweise, ne? Der Mampfvorrat. So, mir egal, ob ihr Gold wollt, kriegt ihr keins. Ja, sicher, gerade erst wieder am Leben und schon willst du Geld haben, ist klar, mein Lieber.
So, bitte Gas geben. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ach, Feinde hier, zack. Du meinst, Leichen sind eingedrungen. So, sag ich doch. So, den Raum verkaufen wir mal. Und ja, ich nehme das Gold auf, bevor es wieder die Schnodderlinge machen und stattdessen aufhören mit Gold schürfen. Das will ich nämlich nicht. So, einmal da, zack. So, Moment, hier den Raum mache ich auch mal kleiner. Brauche jetzt nicht mehr so viel. So, eben schnell die Goldsache hier regeln. Dass auch alle bezahlt werden können. Weil wäre schlecht, wenn nicht. So, ich wollte gerade sagen, ich hole mal wieder meine Mana-Leutchen hier rüber. Zumindest die, die schon bezahlt worden sind. Dich zum Beispiel, zack. So, wer ist denn noch? Du musst noch bezahlt werden, du... Okay, du bist bezahlt, sehr schön, dann kannst du direkt hier weiter mithelfen. Ah, hier sind natürlich genau die Mana-Erzeuger nicht bezahlt worden. Doch, einer, ja, sehr schön, zack. Du auch, zack. Und du jetzt auch, zack. Alle hier hin. Mana pumpen. Bis zum geht nicht mehr. So, da hier das Vorkommen weg ist, kann ich ja das hier auch schon mal dicht machen. Na, wer pumpt denn hier kein Mana mit? Ach, du willst dein Gold holen? Und du machst lieber einen auf Peitschen, Madame. Das finde ich ja gar nicht geil. Moment. Wo bist du? Hä? Ach, du willst Gold haben schon wieder. Ja, dann hol dir mal dein Gold. Ich würde aber tatsächlich sagen, an Mana reicht es uns so langsam. Oh, wobei du bist ziemlich pissig. Warum eigentlich? Ruhebedürfnis 100%. Aha. Klar, du kannst ja natürlich kein Gold holen, wenn du die ganze Zeit pennst, mein Lieber. Merkst du selber, oder? Was meint ihr? Wollen wir mal anfangen, Thanos auf die Schnauze zu hauen? Ich würde sagen, ja, es ist Zeit, dass wir seinem Leben ein Ende setzen. Das Böse wird siegen. Haben wir? Das Böse wird niemals siegen. Alle Geschichten enden mit dem Sieg des Guten. Und so auch diese. Mir egal, was du sagst. Ich will Thanos Kopf. Fakt ist, wir hauen die jetzt auf die Schnauze, mein Lieber. Jetzt klatscht es und zwar kein Beifall. Sei mal schnell weg da. So, und Frostnova. Röms. Du wirst mich niemals schlagen. Niemals, hörst du? Die Göttin steht mir bei. Oh, jetzt hat er schon wieder sein Drecksschild hier. Schnell Kommando kehrt. Solange die Schatten ihn noch ablenken. Na, wobei, ich könnte jetzt auch schon wieder... Ja, komm, scheiß drauf. Weg, 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 weg. So, zack. So, kommt, regelt das. Macht ihn alle. Komm, wir haben es gleich. Ja! Das war's. Mit einem Röcheln ging Thanos zu Boden. Das siegreiche Böse war, nun ja,
Siegreich. Ich hatte am Anfang ja Zweifel, aber du hast es tatsächlich noch irgendwie hingekriegt. Gut, wir haben den Schwierigkeitsgrad nach unten gedreht, aber hey, ich mache nur Spaß. Spitzenarbeit. Wow, du hast dir die Endsequenz echt verdient. Darf ich auch noch was sagen? Wenn ich es nicht verhindern kann. Das war hervorragend. Wir haben Thanos gezeigt, was eine Hake ist. Sieg! Gut, genug die vierte Wand durchbrochen. Da steht eh schon nichts mehr davon. Auf zum Endvideo. Yay, Endvideo, wir haben es geschafft. Leute, wir sind durch. Endlich, das Böse hat ihr sie. Stadt ist so herrlich. Ach ja, mein Gott, 104.000 Gold. Okay, so reich waren wir definitiv noch nie. 264 Einheiten getötet, 6 leider verloren. Gut, wir haben auch so lange gebraucht wie noch nie. Also von daher, ja. Aber wir haben 18.000 Bösartigkeit. Und das wiederum finde ich sehr zünftig. So, ihr Lieben, ich gebe jetzt noch mein kurzes Fazit, kurz vor der Abschlusssequenz. Das Spiel ist mega geil, also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Mir gefallen die Sprüche auf jeden Fall sehr, auch wenn sich da später ein gewisses Muster erkennen lässt. Aber ich bin halt ein Fan von Hans Wurst Komödie. Grafisch gesehen, ja, ist top, also finde ich gut. Ist jetzt kein großes Grafik-bombastisches Highlight, aber es hat eine sehr solide, gute Grafik. Und ja, Spielmechaniken haben sich im Vergleich zum Vorgänger auch verbessert, finde ich. Gerade das mit dem Einheiten-Cap, dass da zum Beispiel die Schnodderlinge nicht mehr reinzählen, finde ich Bombe. Ja, ansonsten, wie gesagt, meine Empfehlung auf jeden Fall, falls ihr überlegt, das zu holen. Und jetzt, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Projekt. Und jetzt gibt es für uns alle die wunderschöne Endsequenz. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssikowski! Talia hatte es geschafft. Sie hatte in einer epischen Schlacht Thanos endgültig besiegt und vernichtet. Dieses Mal gab es niemanden mehr, der seinen Tod theatralisch betrauern konnte. Gut, theoretisch natürlich seine Ziehtochter, aber die schien eher damit beschäftigt zu sein, seinen Leichnam zu treten und, ach, das wollen wir gar nicht weiter ausführen. Das Böse hatte gesiegt. Die Königreiche waren in Schutt und Asche gelegt worden, die Gutmenschen in alle Winde zerstreut. Oder tot. Talia hatte einen äußerst effektiven Job mit ihrer Zerstörungstour durch das Land gemacht. Das abgeklärte Böse lehnte sich zufrieden auf seinem Thron zurück und wies einen Schnodderling an, ihm einen eisgekühlten Drink einzuschenken und vielleicht noch einen Happen vom Einhorn am Spieß zu reichen. Die Diät konnte bis morgen warten. Heute wurde gefeiert. Die Kreaturen waren überglücklich über den Sieg und fingen allerorts an zu tanzen. Zuerst die Schnodderlinge, dann kamen die Dämonen und Untoten dazu. Schließlich spielte auch noch der Oger auf und... Moment, der Oger spielt? Nein! Doch so ausgelassen die Stimmung hier war, auf dem heiligen Berg war die Stimmung gedrückt. Die Göttin hatte nicht nur ihren Mitstreiter Thanos verloren, nein... Auch ein ganzer Kontinent war in die Klauen des Bösen gefallen. Sie konnte sich das nicht mehr länger einfach nur ansehen. Es musste etwas getan werden.